Der Flaschenzug. Ein System, welches dank einfacher Prinzipien der Physik die Arbeit in einer ernsten Situation am Gletscher deutlich vereinfachen kann. Wie er funktioniert und ob er sich als Methode der Wahl wirklich eignet, das klären wir im heutigen Video. Der Flaschenzug ist die zweite der drei Säulen der Spaltenrettung. Neben der Selbstrettung und der losen Rolle ist der Flaschenzug definitiv eine interessante Option, wenn es um eine solide Rettung auch bei komplexeren Verhältnissen geht. Aber was sind denn komplexere Verhältnisse? Da wird's eindeutig uneindeutig. Komplexe Verhältnisse hat man immer dann, wenn die Verankerung nicht mehr zu 100% vertrauenswürdig ist. Man könnte natürlich auch sagen, dass man bei solchen Verhältnissen einfach besser nicht unterwegs sein sollte, aber das ist gar nicht so einfach, denn im Frühsommer hat man am Gletscher schwierige Verhältnisse im steileren Gelände und im Spätsommer eher im flacheren Gelände. Denn die dünnen Schneeauflagen, die nicht mehr stabil genug für Brücken sind, keine soliden T-Anker zulassen und Eisschrauben nur zur Buddelei machen, sind immer blöd. Dann kann man also von schwierigen Verhältnissen und einer anspruchsvollen Situation sprechen. Aber was hat das jetzt konkret mit dem Flaschenzug selbst zu tun? Eigentlich sehr viel. Denn der Flaschenzug ist für diese unsicheren Verhältnisse meiner Meinung nach die beste Rettungsmethode. Sie ist sicherlich nicht die schnellste, da eine lose Rolle schneller aufgebaut werden kann und die Selbstrettung vielleicht etwas komfortabler für die oben ist. Aber gerade in der Zweierseilschaft hat die lose Rolle den Nachteil, dass man sich meist vom Fixpunkt in Richtung Spaltenrand sehr weit bewegen muss. Eine gefährliche Angelegenheit, wenn der Fixpunkt zweifelhaft ist. Denn die lose Rolle kann zwar mit einem Prusik um das belastete Seil sicher gestaltet werden, jedoch kann der Ruck im falschen Moment trotzdem ausreichen, um das Halten des plötzlichen Zugs nicht halten zu können, was gerade am Rand der Spalte natürlich äußerst gefährlich wäre. Das bedeutet ja eigentlich, dass es besser wäre, wenn man den Fixpunkt mit dem eigenen Körpergewicht hintersichern könnte, oder? Richtig, und da kommt jetzt der Flaschenzug ins Spiel. Denn den Flaschenzug kann ich fast an Ort und Stelle meiner verbliebenen Position installieren. Der größte Vorteil dabei ist natürlich, dass wenn der Fixpunkt ausbrechen sollte, ich nochmal eine gute Distanz zum Spaltenrand habe, um einen unverhofften erneuten Schreck nochmals gut abbremsen zu können oder im Idealfall mit Steigeisen so einen soliden Halt habe, dass das nichts zur Sache tut. Aber wie dieser Flaschenzug aussieht und wie man ihn mit Hilfe einer Mikrotraktion und eines T-Blocks einrichtet, das schauen wir uns jetzt mal an, bevor wir weiter über die Details reden. Fangen wir beim ersten Schritt an, nachdem du den Fixpunkt, also den T-Anker oder eine Eisschraube gesetzt hast. Zuallererst legen wir das Mikrotraktion um das belastete Seil und hängen es in den Fixpunkt ein. Dabei kann der Fixpunkt, wenn es eine Eisschraube ist, gerne auch um eine kurze Rebschnur umgelenkt werden, vielleicht auch eine Bandschlinge. Der Vorteil ist, dass ich so flexibler bin, was die Position der Eisschraube betrifft. Beim T-Anker ist das anders. Da hat man ja bereits eine Bandschlinge um den Pickel gewickelt, sodass es schon reicht und er flexibel ist. Trotzdem muss in beiden Fällen das Gewicht gemütlich und langsam auf die Fixpunkte übertragen werden, um plötzliche Belastungen zu vermeiden. Ist die Mikrotraktion also mit der Klemme in der richtigen Richtung um das Seil gelegt, kann man sie nun in den Fixpunkt einhängen und die Last übertragen. Ganz aus dem Schneider bist du aber noch nicht. Du müsstest dich nämlich eigentlich aus dem Seil ausbinden, das ist gefährlich. Denn dann hängt der Partner nur an einem Fixpunkt mit seinem ganzen Leben und man steht ungesichert daneben. Deshalb bastelt man sich nun mit einer Rebschnur, also mit einem Prusik, eine Sicherung am belasteten Seil. Ist das erledigt, sollte man darauf achten, diese Rebschnur immer möglichst gespannt zu lassen. Jegliches Schlappseil muss nämlich letztlich bei einer Komplikation wieder aufgefangen werden. Ist das alles erledigt, kann man nun die T-Block vom Gurt holen und etwas weiter vorne am belasteten Seil installieren. Übrigens kannst du nun auch deinen Anseilachter öffnen, da du diesen Teil des Seils jetzt auf jeden Fall brauchst. Denn dieses Seil, welches jetzt schlapp zwischen Mikrotraktion und dir baumelt, lenkst du nun über die T-Block und den dementsprechenden Karabiner um. Dadurch hast du nun das Seil, welches aus der Spalte nach oben kommt, durch die Mikrotraktion am Fixpunkt verläuft, am belasteten Seil entlang wieder nach vorne bis zur T-Block verläuft und da dann wieder zurück zu dir. Dieses Zickzack bezeichnet man dann eben als Flaschenzug. Der große Vorteil ist, dass der Kraftaufwand geringer wird, je länger die Umlenkung ist. Flaschenzug eben. Doch auch schon bei 2-3 Metern, die die T-Block am belasteten Seil hängt, ist die benötigte Kraft schon um so viel geringer, dass man mit durchschnittlicher Kraft fast alles und jeden aus einer Spalte ziehen kann. Natürlich ist das immer noch anstrengend, aber Spaltenbergung ist halt auch kein Kindergeburtstag.
So, aber wie geht's jetzt weiter? Man zieht am Seil, welches durch den T-Block verläuft, an und zieht so automatisch die T-Block weiter in Richtung Mikrotraktion, da der Flaschenzug ja das belastete Seil immer weiter hochzieht. Die T-Block aber logischerweise am Seil selbst an Ort und Stelle bleibt. Deshalb gilt es nach jedem kräftigen Hub aus der Spalte, die T-Block wieder etwas weiter nach vorn zu schieben. Dabei sollte der eigene Selbstsicherungsprusik im absoluten Idealfall immer etwas vor der T-Block verlaufen, um den Flaschenzug nicht zu stören. Man kann aber, wenn die Komplexität der Situation es so hergibt, aber auch einfach die Hintersicherung hinten am Mikrotraktion in diesem Karabiner nochmal mit einer eigenen Bandschlinge oder Rebschnur einhängen. Dadurch hat man quasi diesen Fixpunkt auch nochmal hintersichert. Übrigens keine Angst wegen einer Pause. Die Mikrotraktion schluckt das aufkommende belastete Seil und gibt es in Richtung der Spalte auch nicht mehr frei. Daher kann man grundsätzlich auch mal eine Verschnaufpause machen, da das System nur in eine Richtung tatsächlich funktioniert. In die andere Richtung logischerweise blockiert. So lange wie man eben braucht, naja, braucht man halt, aber irgendwann hat man es dann doch geschafft und der Partner oder die Partnerin kommt langsam und entspannt über den Spaltenrand. Jetzt können wir uns aber nochmal, so wie letzte Woche bei der Selbstrettung, die Frage der Vor- und Nachteile stellen. Ein großer Vorteil des Flaschenzugs gegenüber der losen Rolle ist, dass man gerade in der Zweierseilschaft weniger Risiko eingeht, wenn man sich dem Spaltenrand nähern muss. Außerdem ist der Flaschenzug, wenn gut geübt, auch nicht gerade extrem langsam. Der größte Vorteil ist aber, dass man ohne viel Bewegungsspielraum und auch bei fragwürdigen Fixpunkten relativ sicher arbeiten kann, sofern der eigene Stand halbwegs solide ist. Man muss sich für die Grundidee des Flaschenzugs nämlich nicht weit nach vorn oder hinten bewegen. Jedoch gilt, je weiter ich vorgehen kann, desto leichter wird es. Unmöglich ist es aber mit anderthalb Metern trotzdem nicht. In einer tückischen Spaltenzone ist das natürlich ein großes Plus an Sicherheit. Außerdem brauche ich für einen Flaschenzug nicht so viel Seil wie für eine lose Rolle, was natürlich Gewicht sparen kann. Der Nachteil liegt aber auf der Hand. Größere Umlenkung durch eine lose Rolle bedeutet auch weniger Kraftaufwand. Das ist eine Frage des Komforts, aber auch der Kraft. Und außerdem hat der Flaschenzug noch ein Komplexitätsproblem, nämlich mit den Knoten. Wer in einer Zweier- und Dreierseilschaft unterwegs ist, kann bei Bedarf Knoten ins Seil machen, um bei einem Sturz die Reibung zu erhöhen. Na, sieht wer das Problem? Richtig, die Knoten werden wohl kaum durchs T-Block, geschweige denn Mikrotraktion, passen. Das ist natürlich schwierig. Es gibt eine Möglichkeit, das Problem der Knoten auch bei der Konstruktion eines Flaschenzugs zu lösen, aber das ist definitiv eine komplexe Angelegenheit und das erfordert auch nochmal ein Stück mehr Material und Wissen. Wenn euch sowas interessieren sollte, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich mal ein Sondervideo zu genau diesem Thema. Ich möchte aber schon vorweg sagen, dass das durchaus eine sehr spezielle Situation darstellt, weshalb ich auch sagen würde, dass man solche Techniken im typischen Hochtourensegment eher selten brauchen wird. Aber natürlich zeige ich sie euch trotzdem gerne, wenn sie spannend sein sollten. Was man natürlich nicht vergessen sollte, ist, dass der Flaschenzug natürlich eine einfache Methode ist, um bewusstlose oder verhinderte Personen aus der Spalte zu bringen. Denn ich brauche die Mithilfe des Verunfallten nicht wirklich. Es macht die Sache zwar einfacher, ist aber nicht essentiell. Das unterscheidet die Methode natürlich von der Selbstrettung und auch der losen Rolle. Da ist es mit einer bewusstlosen Person auch deutlich schwieriger. Und genau deshalb sollte der Flaschenzug regelmäßig geübt werden, wenngleich er vielleicht nicht die erste Wahl ist, wenn es um ein schnelles Abwickeln der Rettung und das Fortsetzen der Tour geht. Wie sieht es denn bei euch aus? Könnt ihr den Flaschenzug und wird es mal wieder Zeit, ihn zu üben? Oder könnt ihr sogar den Mehrfachflaschenzug? Ich persönlich übe die Inhalte nicht nur in der Saison, sondern wirklich regelmäßig auch im Klettergarten oder im Wohnzimmer oder auch direkt am Ort des Geschehens. Wie wichtig das Üben ist, dazu habe ich schon mal ein kleines Video gemacht, findet ihr oben beim i. Wenn euch die heutige Anleitung gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Für weitere Tipps zum Thema Bergsteigen auch immer gerne den Kanal abonnieren. Das hilft mir sehr weiter und natürlich auch, wenn ihr meine Arbeit finanziell unterstützt. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit und Berghain.